Popstar Facebook Community. Ich bin Linda, eure Reporterin. Ab heute werde ich euch einiges Tolles zu Mazda und der Messe hier in Frankfurt erzählen. Falls ihr Fragen oder Kommentare habt, stellt sie mir doch einfach in den Kommentaren oder der Facebook-Chronik von Mazda Deutschland. Los geht's mit der offiziellen Eröffnung und der Pressekonferenz. Schauen wir mal, was es dort Spannendes zu sehen gibt. Diese Pressekonferenz ist übrigens auch die Premiere des neuen Mazda 3 Viertürers. Aber schaut doch selbst. Let me offer you with some impressions from the Mazda Route 3 and the all-new Mazda 3. Ja, wir haben ja gerade eben die Pressekonferenz gehört und jetzt steht neben mir Jochen Münzinger, der PR-Direktor von Mazda Deutschland. Was ist denn so das Besondere, das Highlight am Mazda 3, am neuen Modell von Mazda? Ja, zum einen mal sein tolles Design, dieses Kodo-Design, was wir mit CX-5 und Mazda 6 jetzt auch schon eingeführt haben, wird jetzt eben auch, kommt jetzt eben auch in die Kompaktklasse zum Mazda 3. Dann zum anderen natürlich seine innovative Technologie, Skyactiv-Motoren, Getriebe, Skyactiv-Karosserie und Fahrwerk, geringes Gewicht, viel Effizienz gepaart mit Fahrspaß und zum dritten ein toller Innenraum mit einem super Konnektivitätskonzept, einzigartig in dieser Klasse, serienmäßig ab der mittleren Ausstattungslinie. Ich glaube, das sind so die drei wichtigsten Sachen, die man dem Fahrzeug zubilligen muss. Wenn ihr noch mehr über die kommenden Highlights oder Mazda erfahren wollt, bleibt dran und schreibt mir in den Kommentaren. Im nächsten Beitrag zeige ich euch den Mazda Messestand und was es hier alles zu entdecken gibt. Bis dann, eure IAA-Reporterin Linda.